Ja, ich habe eine Menge Natriumpatienten, glaube ich. Kriegen immer wieder mal zwischendurch Natrium. Natrium vergebe ich ausschließlich in Hochpotenzen, habe ich gestern schon gesagt. Und was ich ganz gerne mache bei Natrium, ich glaube ja, dazu gehört mein Glaubenssatz, ich glaube ja, dass Homöopathie nichts Schlechtes bewirkt. Nie. Also diese ängstlichen Homöopathen, die sagen, und dann könnte man das Mittel nehmen und das Mittel nehmen und dann muss man, ist alles verfuscht und dann kann man nie wieder was gut machen und dann muss man mesmerisieren, kann ich nicht. Insofern, ja, insofern glaube ich nicht, dass Homöopathie was Schlimmes macht. Ich glaube es einfach nicht. Und dieser Satz ist für mich der wichtigste Satz, um mit Natrium umzugehen. Ich sage denen, hier, gebe ihnen so ein Kügelchen, so eine Portion Kügelchen mit und sage, nehmen Sie es, wann Sie wollen. Sie können da nicht falsch machen, Sie können auch nicht richtig machen. Sie nehmen es einfach, wann Sie wollen, spielen Sie mal damit. Und dann ist es so, ja, aber wie oft soll ich es denn nehmen? Sie können es einmal nehmen, Sie können es einmal täglich nehmen. Das macht keinen Unterschied. Für mich macht es keinen Unterschied, alles ist richtig, nehmen Sie mal, wie Sie es wollen. Spielen Sie mit. Also spielen, dieses Wort spielen ist was wichtig. Für Natrium, glaube ich, ist eine Natriumlösung, etwas mit etwas so Ernsthaftem wie der Homöopathie spielen zu dürfen. Mit so etwas Ernsthaftem wie dem Leben spielen zu dürfen. Das ist eine große Erlösung. Und dann kommen die nächsten Mal und sagen, ich habe es mich nicht getraut, nochmal zu nehmen. Okay, ist nicht schlimm, ist gut so, guter Impuls. Als wir dann die Sitzung vorbei hatten, habe ich gesagt, hier, nehmen Sie, spielen Sie mit, trauen Sie sich ruhig. Nehmen Sie es einmal die Woche oder so, wie Sie es wollen. Dann kommen Sie nächstes Mal und sagen, also ich habe es einmal die Woche genommen. Einmal habe ich es vergessen, habe ich es dann 10 Tage später genommen. Ist es okay? Ja, natürlich ist es okay, ich hatte ja gesagt, spielen Sie ruhig mit. Wie war es denn, dass Sie es vergessen hatten? Es war nicht schlimm. Gut, dann einmal die Woche, es sei denn, Sie möchten es anders nehmen. Nächstes Mal kommen Sie schon und sagen, ich habe jetzt einmal nach 6 Tagen schon genommen und einmal habe ich es vergessen. Ist es schlimm? Nein, ist alles gut. Und es geht so monatelang, ja, bis Sie sagen, ich habe dann letztens geträumt, ich soll es mal wieder nehmen, da habe ich es einfach genommen. Wunderbar, schön, also es wird wirklich etwas. Und das wird, das habe ich erzähle, ist, ihr müsst Geduld haben mit Natrium. Natrium geht nicht mal eben. Ihr habt da nicht ein Mittel, ist alles gut. Das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und steht das Tropfen, steht der Tropfen, höhlt den Stein so was. Ist so. Ganz zart, ist eine zarte Arbeit, die langsam geht. Natriumpatienten sind doch sehr treu. Da habt ihr auch Patienten, die bleiben. Jahrelang kommen die. Jahrelang wisst ihr auch schon, worüber wir jetzt reden werden, wenn die kommen. Das ist gut. Das macht sicher. Füllt die Praxis, wenn er es aushaltet. Und wenn die Natriumpatienten dann so ein bisschen aufgeweicht sind, dann geht es darum, diesen Setzkasten anzugehen, von dem ich gestern gesprochen habe. Und zwar mal so einen Kummermoment rauszunehmen. Einen Kummermoment rauszunehmen, den sich genau anzugucken. Nicht über alle, sondern erstmal nur einen einzigen Kummer. Einen einzigen Kummer. Vielleicht den einfachsten, den man loslassen könnte. Ja? Gestern die Bäckerin hat erst die Frau vor mir bedient, die nach mir kam. Völlig egal, es ist ein Kummer, der ist schmerzhaft, den nehmen wir jetzt. Ja? Wie tut's weh? Wo tut's weh? Woran merken Sie das? Und dann mache ich oft, dass ich sozusagen nochmal in die Situation hineingehen lasse, also mit Augen zu mir vorstellen, ich bin nochmal in dem Laden. Und jetzt sage ich zu der Bäckersverkäuferin, Moment, ich war vorher dran, zum Beispiel. Einfach zu sagen, was ich will. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, was Natrium lernen muss, Wünsche zu äußern und vorher sogar noch Wünsche zu spüren. Also ich wünsche mir eigentlich, dass sie mich sieht, das schaffe ich aber nicht, also muss ich das irgendwie zum Ausdruck bringen. Und das ist ein wichtiger Satz für Natrium. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wünsche erfüllt werden, steigert sich deutlich mit dem Aussprechen von Wünschen. Das heißt, wenn keiner weiß, was ich mir wünsche, ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand genau trifft. Wenn ich aber sage, was ich will und wünsche, ist es viel wahrscheinlicher, dass ich bekomme, was ich mir wünsche. Deshalb wahrnehmen, was wünsche ich mir? Ich wünsche, dass die Frau mich sieht, die Bäckersfrau. Also sage ich, Moment. Man könnte ja auch in dem Moment sagen, da hat ja ein inneres Bild zu sagen, ich wünsche, dass ich vor dieser Frau drankam, die nach mir kam.
Und meistens im inneren Bild ist die Bäckersfrau sehr wohlwollend und sagt, ja, selbstverständlich. Und die Frau, die danach kam, sagte auch, ja, selbstverständlich, Sie sind dran, natürlich. Ich habe Sie nicht gesehen. Ich wünsche, dass er mich sieht. Ja, ich sehe Sie. Toll. Und dann loslassen. Und dann vielleicht das nächste Stückchen aus dem Setzkasten und noch das Stückchen. Und dann kommen irgendwann wirklich schwere Verletzungen, die sehr viel stärker sind als eine Bäckersfrau. Soweit wie im Krankenhaus, irgendjemand verloren. Also große Schmerzen, die einzeln verabschiedet werden müssen. Patient von mir.